Życzymy Wam wspaniałych, bezstresowych interpretacji niemieckiej wierszy i pieśni. A teraz prosimy Panią Dyrektor o zabranie głosu. Czy ja mogę bez mikrofonu, mam dosyć donośny głos. Bardzo serdecznie witam przede wszystkim uczestników wszystkich, że po raz ósmy chcecie u nas być. Bardzo dziękuję nauczycielom, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w tym konkursie, przygotowali młodzież, bo wydaje mi się, że jednak oprócz języka angielskiego językiem również popularnym powinien być niemiecki, to jest nasz najbliższy sąsiad i wielu jednak państwa w języku niemieckim można się porozumieć. Dla pewnych ludzi jednak niemiecki też jest łatwiejszy do nauczenia niż angielski. Myślę, że taką osobą jestem ja. Jakoś niemiecki łatwiej mi przychodzi niż angielski. On jest taki konkretny, tak samo się pisze, tak zawsze, tak samo. Jest bardzo mało wyjątków. Gramatyka jest prosta, zrozumiała, tam wszystko jest takie bardzo konkretne i taka wymowa. Taka ładna dla mnie, twarda. Angielski to trzeba tak trochę zmiękczać, jak to niektórzy mówią, trzeba coś do nauki, jednak parę plusek przekąsić i wtedy lepiej się mówi. Także bardzo się cieszę raz jeszcze, że jesteście. Mam nadzieję, że będzie miła atmosfera. No zawsze jest, staramy się ugościć naszych uczestników. Także bawcie się dobrze. Wszyscy są tutaj wygrani, bo chcieliście wziąć udział w tym konkursie. Bardzo dziękuję. Piosenką Akcja z milionem w wykonaniu uczestnic naszej szkoły Julii i Kornelii. Zapraszamy. Next.
Listen, listen. Sie ganz, ganz fein, behutsam sein. Wenn sie die Stirnchen küssen, dann müssen, müssen, müssen. Sie ganz, ganz fein, behutsam sein. Wenn Elefanten küssen, dann müssen, müssen, müssen. Sie ganz, ganz fein, behutsam sein. Wenn Stachelschweine küssen, dann müssen, müssen, müssen. Sie ganz, ganz fein, behutsam sein. Wenn das war alles. Was ist heute? Kein Wort mehr. Keine Tag mehr. Und die Frage? Und Antwort. Wie lang noch? Es war schon vorbei. Es ist was sei. Ich verlor Vertrauen. Zu jedem, nicht zu einem. Ich hatte Träume. Hatte Hoffnungen. Ich hatte Zukunft. Hatte Vergangenheit. Ich habe es. In dem Brief. Ohne Antwort. Dziękuję. Herbstag. Rainer Maria Rilke. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Drange sie zur vollen Blüte hin und jage die letzte Süße in den späten Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt alleine ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird es lange und wird in den alleine hin und her und ruhig wandern, wenn die Blätter treiben. A może już czas na reprezentantkę naszej szkoły? Oczywiście. Wierzeń Kolos Gdyś wykona nasza koleżanka Jessica Pluto-Prądzińska. Alba in the car. Nikolaus, du guter Mann, hast einen schönen Mantel an. Die Knöpfe sind so blank geputzt. Dein weißer Bart ist gut gestutzt. Die Schiebel sind so spiegelblank, die Zipfel müssen fein und lang. Die Augenbrauen sind so dicht, so lieb und fein ist dein Gesicht. Du kannst den weiten Weg von fern und deine Hände geben gern. Du weißt doch, wie alle Kinder sind. Ich glaub, ich war ein braves Kind. Sonst wärst du ja nicht hier und kämst nicht zu mir. Drum, lieber Nikolaus, komm einfach zu mir. Danke. W drugiej części mamy 5 propozycji. Jako pierwszy na scenę zapraszamy uczennicę ekonomika Wiktorię i Dominika Jaszek. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmel steht. Den schenke ich dir heute Nacht. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Alle Zeiten überlebt und schon bei uns in Liebe war. Seit Jahren schon lebe ich mit dir und ich danke Gott dafür, dass er mir dich gegeben hat. Als Erinnerung an unser Leben für alle Ewigkeit. Ein Stern, der deinen Namen kennt, hoch am Himmel steht, den schenke ich dir heute Nacht. Ein Stern, der deinen Namen kennt.
Thank you.
feste Leib zu Arbeit und zu Fuß. Sag's mich im Zimmer ein. Hat eine Puppe mir gesehen und bin ich nicht allein. Wenn feste Leib zu Arbeit und zu Fuß. Fahrt sie nicht mit der Bahn. Ihr Schaffensplatz ist gar nicht weit. Ich lag's im Zimmer nimmer an. Am Himmel dunkle Wolken ziehen. Ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunen Weg, bis die Sonne untergeht.
Już także nie i zwoła. Zapraszam.
nasz uczeń, Jakub Nadwodny, przepraszam, z klasy pierwszej. Drobniutkie pominki, Julian.